So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Dommer dabei. Gut, doch schon wieder. Und wir gucken uns heute an Moonstompy gegen BW Humans. Schwarz-Weiß Humans gegen Monorot Stompy mit Fable of the Mirror Breaker. Mhm. Interesting. Fängt schon super an. Ja. Mit einem Mulligan. Ja, plus einen BW Humans, was startet. Was halt jetzt mit Etafiole oder eben schon problematisch sein kann. Ja, ist jetzt die Frage, was kommt. Eine Viole wäre eklig. Mm. Ansonsten Human könnte man halt einfach noch Blattmund droppen und hoffen, dass der dann nichts anderes mehr hat. Ja, ist nicht so viel eklig. Ja, okay, auf der anderen Seite limitiert er sich halt selber, wenn du jetzt ja, Chalice hinterher schmeißt und dann entweder Chalice oder du schmeißt halt ja, Blattmund weg. Dann könnte man echt den Fable spielen, tatsächlich. Ich glaube auch, dass das am meisten einfach Sinn für den Goblin, dann kann man nächste Runde angreifen, hat 4 Mana oder vielleicht sogar 5 Mana für Chalice und noch irgendwas. Ja. Das Fable ist, glaube ich, hier das Safe. Fable ist das Beste. Und dann kann man zur Not auch immer noch eine Dings nachdroppen, eine Chalice auf 1 gegen Removal. Ja. Ja. Dafür ist die halt immer noch gut. Dieser Goblin, hast du gesehen, wie teuer der ist? Nee. Der kostet 5 Euro. Also nicht dieser Goblin. Also ja, mittlerweile gibt es keine Non-Foil mehr auf Card Market. Ich habe nämlich gestern noch geguckt. Geil. Ja, voll gut. Und die Foil kosten einfach mal 12 Euro aufwärts. Was? Und es gibt keinen Deutschen. Was? Das ist der Wahnsinn, was dieser Token kostet. Ja, riecht zum Kotzen. Ja, ja. Aber ist auch eine gute Karte. Ja. Da kommt Ding of Human. An die Etherfield wurde gedacht. Sehr gut. Vom prinzipiellen Matchup, glaubst du? Boah, wenn es schnell genug aufs Maul geht. Also ist halt anders als das Death in Texas Matchup. Das ist die Sache. Jetzt kommt hier der Dude, der Handkarte rausnimmt. Ja. Non-Land oder irgendeiner? Non-Land, Non-Creature, also einen der beiden Chalice. Ja, dann nimmst du eine Chalice. Ja. Das ist halt, du musst den halt überrennen. Ist die Frage, wer haut am schnellsten leer dazu? So. Ja, das stimmt. Schwarz-Weiß Humans kann sehr, sehr schnell zuhauen. Ja, sehr, sehr schnell. Da ist noch ein Einmana und ein Einmana Human. Könnte man auf der Hand behalten. Den kannst du eigentlich wirklich auf der Hand. Und da hinten dran ist eine Adeline gewesen. Ja. Das ist die plus 1 plus 0 bringt. Und hier wird einfach reingelegt. I'm not a fan. Ja, okay, auf den Cast kannst du ja nicht reagieren. Ja, aber. Die Chalice kannst du eh mit 3 Mana bezahlen. Das eine Mana macht nicht viel aus. Und das ist die Frage. Ich würde jetzt, glaube ich, nur die Chalice weg, oder? Zwei. Ah, der Chromox. Was willst du mit dem Chromox? Ja, stimmt schon. Achso. Ententomb und Den of the Bugbear. Den of the Bugbear ist jetzt natürlich gut. Ja. Goblin, Den of the Bugbear, go. Jo. Also, ja. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Ein Mana noch muss getappt werden. Irgendeins. Ja. Ha, okay. Ja, kostet halt nur noch 2 Farbprozesse. Den einen Goblin kann man blocken. Jo, den einen kannst du for free blocken. Treasure. Wunderschöne Judge. Ja, die Judge-Dings. Der 1-1er wird nicht geblockt. Das ist sad. Das ginge auch. Ist der Flieger ein 1-2er? Ja. Ah. Und jetzt müsste man auf den Trigger von der Fiole, müsste man die Fiole tappen. Um den Human reinzubringen. Oh, das wäre. Oh nein! Und man lässt sie heute auf 1, okay. Das geht auch, aber man hätte sie auch einfach hochdrehen können. Weil man kann ja auf den Trigger von der Fiole die Fiole tappen. Mhm. Dann legt man es rein und dann ist sie getappt auf einer 2. So würde man dann jetzt halt die 2 umgehen. Dann kommt hier eine Adeline. Die? Auch richtig strong. Ja, da wird auch, glaube ich, erstmal gelesen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die wird ja halt außerhalb vom Pioneer und vom. Vom Legacy Humans halt super, super selten gespielt. Und ist aktuell sogar noch ein bisschen was wert. Die sagt halt, Stärke ist Widerstandskraft gleich, Stärke ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die man hat. Ja. X4 Wachsamkeit. Und immer wenn man angreift, kriegt man für jeden Gegner einen 1-1 Human. Ach so, die ist aus dem Commander-Deck? Nö, die ist aus einem normalen Ding. Weil jeder Gegner das. Ja, das ist ein bisschen. Das riecht so nach geworden. Commander. Ja, ja, aber es ist aber tatsächlich nicht mehr, weil alles ist Commander. Genau, es sind 2-2er. Man kann mit dem Goblin angreifen, der fliegt. Dann kriegt man einen angreifenden Goblin rein. Das triggert wieder den Loot. Gibt man auf 2. Sehr cool.
Das ist da schon passiert eine Menge. Ja, der 1-1 blockt von zur 2. Ja. Ja. Und dann kriegt man Kikiki in der Upkeep. Der leider Stomp. Der leider Gottes keine Einsatzverzögerung hat. Hat keine Eile. Ist jetzt halt die Frage, ob hier Transform besser war oder halt das. Aber ich finde schon, das ist schon, macht schon fairer. Ja, ist halt so, hast du noch eine Runde, um den vom Hals zu kriegen. Ja, ihr könnt jetzt einfach Den of the Bugbear aktivieren und einfach. Nein, kann man nicht. Warum nicht? Kostet 4. Ja, man hat doch einen Treasure. Ach, stimmt. Aha. Ich hab den gerade eiskalt übersehen. Auf der Matte sieht man hier. Ja, Treasure-Token sind bestellt. Tokens für NGT.com. Immerhin. Ja, die waren schön. Scheiße. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ist jetzt die Frage. Was macht man jetzt? Man kann das mit allem reinhalten. Dann kriegt man noch einen Treasure. Mhm. Kann den mit der Den noch mit reinhalten. Das Problem ist halt, man hat da, was ist das für eine, die Dame ist, wie stark ist die? Ein Arsch voll. 3-4. Ja. Aktuell, nee, 4-4. 4-4. Die zählt sich selber auch. Das heißt, aktuell ist das ein besserer Primas. Ja. Weil sie human ist. So. Ja, der Goblin muss, also andere Goblins müssen angreifen, die können. Ja. Dann kriegt man einen zweiten Treasure. Das macht der Rabbelmaster. Dann kriegt man einen zweiten Treasure. Das wird vergessen. Ja, da gleich noch. Genau, einmal den 2-2 Goblin, einmal den 1-1 Goblin. Sterben die beiden. Ja, man kriegt noch einen Treasure. Dann sterben die beiden. Und man kriegt einen Schaden als Human-Spieler. Noch ein Stomp. Ja, auf die Adeline. Auf die Adeline, weil der den 2-2er damit geblockt hat. Und dann kommt noch einer durch, ja. Genau, ein Schein kommt noch durch. Will man meiner mehr bezahlen? Ja, möchte man durch den Treasure. Ja, das war jetzt wahrscheinlich alles noch angesagt. Jetzt kriegt man noch einen Schaden. Ja. Geht auf 15. Geht auf 15. den castet man direkt. Ja. Ne, der Schaden wird vergessen. What? Set. Der ist aber. Warte mal. Ne, der ist nicht. Der konnte nicht getradet werden. Nö. Ha. Huh. Deswegen, Schaden wurde vergessen. Egal. Hier wäre jetzt halt die Ding schon auf 3. Ich habe meine Mama. Ja, die macht halt. Kann die noch droppen? Die kann halt noch was machen, das stimmt. Ja, und so eine Mother of Runes vor Schutz vor Rot ist schon ganz nett. Auf der anderen Seite kommt da jetzt gleich ein. Copy, Kiki, Yiki für Arschvoll. Das ist wirklich heftig. Angriff ist hier. Der tut einem noch nicht mehr weh. Ja. Dass er gut ist. Hier wird die Dinge aufbewahrt. Hier wird die. Die? Das Land. Ach, das Sokansan. Wie heißt es nochmal? Aganjo, ja. Ja. Das ist schon mal nicht mehr so gut für Humans. Das ist halt immer der Nachteil von Humans. Wenn einmal dieses Momentum gebrochen wird, dann ist das Deck halt auf einmal ein bisschen langsamer. Aber ich mag das Deck extrem. Das ist ein sehr, sehr schönes Deck, was halt sehr explodieren kann. Stompy hat halt das Board jetzt richtig weit gemacht. Auch jetzt. Genau, also das ist ja was Stompy normalerweise in letzter Zeit immer weniger tut. Ja, dank der Fable jetzt sieht man es halt. Jetzt kriegt man den Token. Ja, ist auch ein Copy-Token. Ist das auf der Hand? Ich glaube, auf der Hand war ein Fury. Uff. Fury oder? Nee, das ist das Land. Das ist der Smashing. Shattered Skull Smashing. Shattered Skull Smashing, genau. Da kommt eine Copy, da kommen Goblins, da kommt der Angriff. Das ist, Das ist eine Menge. Ja. Das sind allein 6 für den Rebel Master vorne, pro Rebel Master und dann nochmal 4. 3. 6, 12 wären 15. Wäre theoretisch Liefel. Ja. Da der eine Schaden vergessen wurde. Richtig. Aber mit Aiganjo auf der Hand kann man halt jetzt das Original killen. Ja. Liegt da noch eine. Aiganjo kostet. Ja, kostet 3 und wird ein farblos günstiger für jede Legendary. Ja. Ja, da wird es noch gefragt, welchen. Natürlich das Original. Macht es am meisten Sinn. Yes. Und dann muss man irgendwo noch reinhalten. Ansonsten kriegt man gerade eine Menge auf Fressen. Man könnte das hier sogar auf den Trigger machen. Auf den Angriff-Trigger.
Auf der, ja, stimmt, auf den Trigger. Dann kriegt nämlich der zweite Rebel Master weniger Angriff. Aber ich glaube, das wurde hier nicht getan. Nee, da geht man hier auch. Hat man einfach 5 plus 3, 8 Damage genommen, ja. Sonst hätte man sogar noch 1 Damage weniger nehmen können. 7 Damage. Jupp. Ja, da wird Dings als MDFC gelegt. Ja, das geht drauf. Und dann kann man nächste Runde auch ohne Probleme noch mit der Den of the Bugbear angreifen. Yes. Spaß. Und die kopieren. Dafür fehlt ein Mana. Ja, das zieht man doch bestimmt. Das wäre natürlich, hoppala. Nee, der Fiola. Nee, das ist noch so ein Ein-Mana-Dude. Ja, hier so ein Talias Leutnant. Ja, und dann kommt noch ein... Dann kann man jetzt noch... Eine Mama spielen. Mama! Ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja. Der wird dann noch größer. Ja, da wurde gerade entdeckt, dass die falschen Würfel genutzt wurden. Ja, die sind halt so viel sichtbarer, die Würfel einfach. Ich meine, es ist ein 5-5er, damit kann man so ziemlich alles aus dem Feld wegblocken. Ja, und der schwere Stomp-Dude, der steht halt auch noch da mit 4-3, 4-2. Ja, ich glaube, man kann hier einfach zurücklehnen und erstmal nichts tun, weil der Gegner wird auch nichts tun und nächste Runde ist die Mama online. Das ist jetzt die Frage. Das wäre wahrscheinlich am cleversten, ne? Oder man greift halt zumindest mit dem Flieger an. Ja, ich glaube, das Vernichtendste wäre jetzt einfach ein Flugstompy in Angriff in Fury. Ja, oder in Fury generell, weil Fury kannst du casten. Ja, aber nicht kopieren. Nee. ja, kannst du aber die Runde danach. Deswegen der Flugstompy halt richtig vernichten, weil Flugstompy würde ja auch das Mana offen lassen zum Kopieren. Uff. Dann ist einfach mal das komplette Boardplatt, ja. Ja, stimmt. Deswegen, das ist schon sehr gefährlich. Da könnte man, greift man auf rein. Das ist natürlich mutig. Boah. Ja, das ist mutig. Ich hätte ja, glaube ich, einfach eine Runde zurückgehalten, um... Das ist ein Mountain, das heißt, man kann kopieren. Sein. Ja, man kann kopieren und aktivieren. Das ist auch strong. Ich glaube, dann hätte auch zurückhalten nichts gebracht. Activate, kriegt 2 Damage. Gib auf 7. Activate, die Den of the Bugbear, die macht was? Ja, die wird ein 3-2er Goblin, der einen angreifenden Goblin mit ins Spiel, einen angreifenden 1-1er mit ins Spiel bringt. Ja. Boah, kriegt die Plus? Das ist jetzt gerade die andere Frage. Ich guck mal kurz in die Regie. Ja, guck mal in die Regie. Hier wird dann das Land kopiert. Auch wieder super Regelinteraktion für Judges, wenn Länder, animierte Länder kopiert werden. Das ist immer wieder der Wahnsinn. Nee, der wird, bringt einfach nur einen 1-1 roten angreifenden Goblin ins Spiel. Okay. Und ist immer noch ein Land, was zum Beispiel für sowas wie Fatal Push total relevant ist. Das stimmt. Und Decay. Ja, hier geht einfach mal All In. Ja, All In, ne? Da kommen noch 2 Goblins. So, das sind jetzt, wenn der beide Dings blockt, sind dort... Könnt ihr bitte einfach das Handy mal dingen lassen? Mein Güte, man muss doch das Handy nicht mal rausschieben. Das hat er andauernd gemacht. So, das heißt 3, 4, 5, 6... Uff. Das wäre sonst tödlich, glaube ich. Ich glaube, der hat jetzt noch genau ein Leben. Ja gut, der ja normalerweise weg wäre. Ja. Ja. Dann 5, 6, 7, ja. Er wäre noch genau auf ein Leben und er wäre normalerweise, wenn richtig dieser eine Schaden nicht vergessen wurde, wäre er tot. Ja. Dementsprechend. Es ist die Frage, ob einen da den Arsch beißt oder nicht. Nee. Der kann jetzt natürlich alles Große blocken. Ja, alles Große wird auch geblockt. Weißt du, der hat noch, kriegt noch 5. Okay, jetzt hat er halt auch kein Board mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, das heißt, er müsste jetzt noch 3 Leben haben. 5, also laut Anzeige 3 Leben, eigentlich 2. Ja, wobei, wenn er jetzt nicht Human Top deckt, hat er, glaube ich, gewonnen, oder? Müsste. 5, 6 und ich meine, Moonstomp wäre auf 7 Leben gewesen. Ja. Oh, das ist heftig. Oh. Land. Ei, das war knapp. Boah, das war wirklich knapp. Das war richtig knapp. Also wenn er wirklich noch mit 3 Leben da gestanden hat, dann uff. Ja. Oh, sad. Ja, Moon hätte halt einfach nur einen Goblin zurückhalten müssen, um safe zu gehen. Ja, das hätte er auch tun können. Uff.
Ja. Jetzt, 1-0. 1-0 Moon. Gehen wir in ein Game 2. Das ist jetzt natürlich... Ja, Boarding, ne? Ja, bei Humans, man hat Peacekeeper, Katakis, die sind ganz nett, gehen die ganzen Artefakte. Man hat Plague Engineers tatsächlich drin als Non-Humans. Ja. Die sind gegen die Version ziemlich gut. Das Fable-Affe. Und ein paar Goblins. Auf der Seite von Moonstompy. Du könntest theoretisch, wenn du drauf gehst, ich würde on the play tatsächlich die Magus reinboarden. On the play, ja, aber du bist on the draw. So, die Trinksphären können raus. Du könntest Ding reinnehmen. Dead and Gone. Ja. Für den Dead Part oder den Gone Part, was die beide sehr relevant sind gegen das Deck. Ja, jetzt hat man die Chalice auch auf 1. Ja, zahlt man Mana mehr, dann zieht man eine Karte. Ja, kann man nicht. Dann Trigger. Dann Enter Draw. Was war das? Das war irgendein schwarzes Vieh. Ich kann nicht erkennen, was die erste Karte war. Ich auch nicht. Ist dort eine schwarze Karte oder ist sie einfach vorne? Ich weiß nicht, hier wird auf jeden Fall keine Karte für den Turn gezogen. Nicht? Nee. Hier wurde keine Karte für den Turn gezogen. Dann wurde der Dings vergessen. Naja, der wurde aktiviert, es wurde nur halt gewechselt, weil man hat ja schon eine Karte gezogen. Ah. Ja, hier wurde auf jeden Fall ein Draw vergessen, ein bisschen schade. Ah, das ist irgendeine Karte aus dem neuen Set. So, jetzt wird es natürlich knapp, vor allen Dingen mit den Ländern. Affe, aber Fable regelt. So. Fable regelt, richtig. Gute Karte. 2-2 Goblin. 2-2 Goblin. Jetzt hat man mal eine Karte mehr. Also man darf jetzt noch eine Karte mehr ziehen. Hat man vergessen. Ja. Da ist eine Mama, die hätte man letztes Mal auch noch. Nee, kann man nicht mehr droppen. Nein, du hast kein Land. Nee, du hast keine Chalice. Du hast keine Kevin. So. Ja. Ich glaube, die Hand ist sonst Einser. Typen. Das sieht auch so aus, als wenn das nur Einser. Außer halt dieser, der Schwarze, der ist halt aus. Ist der aus Capenna. Manchmal ist er gut. Man kann ihn, glaube ich, auf den Friedhof casten und der zieht eine Karte. Du, das ist eine gute Frage, was der macht. Ein Ganjo macht auch noch nicht so viel. Das ist noch eine Chalice. Ja, entweder legt man die redundant auf 1 oder. Nö, Angriff, kriegt einen Treasure. Ja, kriegt dann, einen Treasure. Also das hat man, ja, das, hat die auf 2 vergessen. Man hat die auf 2 vergessen. Aber es wurde theoretisch nichts gemacht, dementsprechend. Ja, es ist auch ein May-Effekt. Also du, ja. Es ist halt einfach, die hat getriggert und man hat vergessen, Karten abzuwerfen und. Ja. Und eine Karte zu. Ja, okay. So. Aber das war ein Freitag, richtig? Das war ein Freitag. Im Casual hätte man sogar zurückdrehen können und sagen können, hier, es ist nichts passiert, der Angriff war noch kein Block, es war keine Entscheidung. Hätte man auch komplett zurückdrehen können. Dann mit dem Treasure. Der Treasure und Ding geben die nächste Fable, denn, und das finde ich ein bisschen dämlich bei diesen Fables. Ach, jo. Die sind nicht legendär. Ja, der Token, der Kiki-Jiki ist auch nicht legendär. Nein. Deswegen, also der ist auch nicht legendär. Und, also das ist halt ein bisschen seltsam. Auch hier, Cola, hier nicht, ich will mal Cola sagen, weil es dieselben Kosten hat. Hidetsugis. Ja, Hidetsugis ist auch nicht legendär. Also ich muss halt sagen, ich finde halt hinten drauf hätten die legendär sein können. Boah, das ist schon schwierig. Vor allen Dingen, du hast dann nacheinander zwei aktive Kikikis und yes. Man weiß, dass da zwei Legion Warboss auffahren yes. sind. Na komm, fetch. Oder einer? Ne, zwei. Und man kriegt jetzt die ganze Zeit Mana durch ja. die Goblins. Man hätte auch noch eine Karte ziehen dürfen für das zweite Fable. Ja, zweite Mal vergessen. Ja, der tut halt weh, wenn man den vergisst. Weil ja. Dann ist der halt einfach ein 1-1-1 Vanilla. Ich glaube, in der ersten Runde hat er auch mal ein, zwei Mal vergessen. Nee, aber es war nur einmal triggern. Da war, wo er triggern konnte, hast du mal bezahlt. Unterschwellige Währung für Gerold Steiner. Wo? Und ja, dann zieht man eine Karte. Wieder ein One-Drop. Boah, jetzt ist die Chalice natürlich richtig. Ja, die ist gerade richtig gut. Das muss man einfach sagen. Die ist richtig gut. Da kommt für 3 Mana. Was ist denn das? Das ist ein Lord, der allen Humans +1/+1 gibt. Das heißt, da muss jetzt 2 für den Typ bezahlen. Und man kann 2 Kreaturen opfern, 2 Human opfern, um eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr zu zerstören. Uff. Und immer wenn der oder andere Human ins Spiel kommt, kann man eine Karte aus dem Friedhof wegsagen. Ja, okay, das ist jetzt relativ irrelevant.
Ist aber an für sich ist ein Lord. Das heißt, ja, der macht es größer als die Hans-1-Goblins. Ach, dann ist der Schwarz-Weiße, ne? Genau. General Kudo. Ich habe jetzt gerade fast an General Götterspeise gedacht. Aber nein. General Götterspeise ist ein Patron von uns, von Radio Offnicker. So, jetzt die Trigger auf dem Stack. Ja. Diesmal wird wahrscheinlich nicht vergessen, Karten zu ziehen. Ich gehe auch nicht davon aus. So, dann, beziehungsweise man muss ja erst discarden. Ja, Chalice weg, die Redundante. Ist ja nur eine. Man muss es ja nicht beide machen. Oh, der ist jetzt sogar schon gut. Aber das Land ist enttappt. Ja, das enttappt. Das Traurige ist halt jetzt muss man theoretisch den... Ja, man muss die reinlaufen lassen für die Trigger. Damit man den Blood Moon hinschmeißt, damit er kein schwarzes Mana hat. Uff. Der nimmt. Heieiei. Ja, wahrscheinlich Angst vor dem Stomp. Und der Stomp ist ja auch auf der Hand. Muss man ja auch sagen. Ja, okay, gerade eben hat er einen Stomp gefressen und sein Lord war weg. Genau. Das kann ich halt schon verstehen. Ja, ich auch, absolut. Vor allen Dingen kann man jetzt trotzdem noch stompen auf den. Auf den kleinen. Auf den kleinen. Ja. Trotzdem eine Karte, theoretisch. Ja. Also ich würde hier wahrscheinlich einfach den Blood Moon droppen. Ich würde also auch einfach den Blood Moon dahin. Und dann das Land hinterher droppen, damit das Land nicht verloren wird. Ja, oder stompst jetzt und in der Hoffnung, dass er. Nee, ist der Blood Moon? Ist der Blood Moon. Und dann kommt das Land. Das nimmt schon ziemlich viel raus, tatsächlich. Das nimmt jetzt ganz viel Wind aus den Segeln. Jetzt kannst du theoretisch. Jetzt kann man theoretisch stompen, weil vergessen wurde, den zu aktivieren. Ja. Und der gilt ja nur im ersten Spell. Ja. Und da hat man den Trigger dann eben nicht genommen. Boah, jetzt hat man den schon dreimal vergessen, ne? Ja. Jetzt braucht man natürlich als Moonstompy-Spieler Mana. Ja, okay, die liegt ja. Du hast halt zwei Kreaturen, die Mana-Steine sind. Da war ein weißer Human, glaube ich, der einen Mana kostet. Das ist auch... Autsch. Man hat keinen Schwarz mehr und das tut weh. Das tut richtig weh gerade. Oh, scheiße. Zeigt leider, ja, ist auch die Aufgabe. 2-0, Moonstompy. Schade, kein cooles Match von Baby Humans, aber generell ein cooles Match insgesamt.